Stiefel! Das ist echt schade. Das brauchen wir. Ja, das brauchen wir hier natürlich nicht. Und jetzt decken wir uns mal mit keinen Leuten an. Also nur mit denen, die wir uns annehmen müssen. Oh, fängt gut an. Ich versammle natürlich erstmal die Pfeile. So wie es gehört. Meine Richtung. Falsche Richtung. Okay, dann müssten wir da hoch. Komisches Vieh, komisches Vieh. Ich erinnere mich. Aua. Läuft schon wieder richtig gut, ne? Okay. So. Jetzt gehen wir sogar schon nur mit halbem Leben rein. Das geht auch wieder schief. Okay, wir brauchen das und das und Konzentration. Scheiße, Mann. Schon so gut wie tot. Warum machen wir das nicht gleich so? Zu früh. Wow, knappe Sache. Ah, jetzt ging es irgendwie ganz einfach. Ich habe mich vorhin einfach zu viel angestrengt. Okay. Ja, jetzt haben wir einen Schlüssel für irgendeinen Tempel. Vermutlich für den... Warte, was ist das dann? Der... Vierte sind wir jetzt, oder? Vierter Tempel, genau. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wo der Tempel dazu ist. Ich glaube, das erfahren wir jetzt auch. Pulver? Ach nee, das ist nur jetzt die Geschichte vom Windfisch. Jo. Wenn man sich das eigentlich so überlegt, die Geschichte, ist das ja eigentlich sehr traurig, ne? Dass das ja eigentlich nur eine Traumwelt ist. Und wenn er alle weckt, ist die Traumwelt... Ja, ist eigentlich alles, was jetzt als Realität erscheint, ist einfach keine Realität mehr. Das ist genauso wie bei Sword Art Online. Da habe ich mich auch das gefragt. Was ist denn dann wirklich Realität? Warum betitelt man eigentlich nur die Realität, wenn man mit Freunden was macht oder so? Wenn es dann irgendwann so weit kommt, dass man irgendwo anders auch sein kann, warum kann das dann nicht für einen die Realität sein? Das habe ich mich aber auch schon gefragt. Vor allem beim Ende von Sword Art Online. Bei der letzten Staffel. Da habe ich mich das dann auch gefragt. Eigentlich ist es dann vielleicht sogar besser für manche Leute, wenn sie in einer fiktiven Welt als Realität eigentlich sehen. Weil vielleicht ist es für manche Menschen wirklich das... Naja, einfachere will ich nicht sagen. Aber es geht für manche Menschen vielleicht gar nicht anders. Aber naja, noch sind wir ja nicht so weit. Und vielleicht sind doch schon manche so weit, aber ich im Moment nicht. Im Moment ist noch alles Alltag. Irgendwie habe ich so das Gefühl, als ob da was vergraben ist. Doch nicht. Irgendwie habe ich so das Gefühl, als ob vielleicht unter dem Vieh was ist. Auch nicht. Okay. Ich würde mich über ein Herzchen freuen. Nur so als Info. Herzchen freuen. Nicht sterben. Das ist kein Herzchen. Also eigentlich würde ich jetzt sehr, sehr gerne erstmal die Flasche haben, ne? Um mir irgendwie was einzufangen. Das will ich.
So. Maskentempel, wo war der denn nur? Das da drüben ist der Wüstentempel. Das war mir klar. Da ist sie wieder an der richtigen Stelle schief gegangen. Aber nur gut, dass ich davor in diese Höhle bin. Ich glaube, wir müssen mal in die Bibliothek. Ja, wir gehen da lang. Wo sind wir denn überhaupt kartentechnisch? Am Arsch der Welt, ja. Wir können uns dann jetzt von hier nach hier teleportieren irgendwo. Hier fehlt mir auch noch ein ganzes Stück, ne? Da wird wohl der Maskentempel sein. Hier ist das Dorf. Hierhin wird man uns dann teleportieren. Das ist vielleicht ganz gut. Ja, machen wir mal so. Falscher Knopf. Da müssen wir nämlich noch gar nicht in die Wüste. So. Ich überlege jetzt gerade. Ich möchte ja eigentlich auch noch mal da hoch. Wir gehen jetzt erstmal da hoch auf den Berg. Da waren wir nämlich auch noch gar nicht. Aber da kommen wir noch gar nicht weiter wegen. Doch, da müssen wir hin. Da müssen wir sogar hin. Ha, ich weiß, wo wir hin müssen. Da kriegt man jetzt schwimmen? Kriegt man das da schon? Nee. Aber wir müssen da auf jeden Fall erstmal hin. Glaube ich zumindest. So, dann sind wir hier. Da kriegt man auch noch irgendein Lied. Aber ich weiß nicht mehr welches. Ach, jetzt können wir uns mal kurz das eine Bild angucken, wenn wir einmal hier sind. Jups. Wir haben erst so wenige? Das kennen wir ja schon. Ich will es nicht drucken. Zurück. Das kennen wir. Das wollte ich angucken. Ist ja putzig. Und das. Okay. Ich habe gedacht, wir hätten jetzt schon mehr. So. Da lang, da lang. Und dann kann ich euch ja mal kurz das Windfischei zeigen. Da ist man dann irgendwie schon so nah und doch so fern, ne? Ach ja, genau, da können wir das erstmal abhandeln. Und ich glaube, wenn wir dann den nächsten Tempel betreten haben, mache ich auch erstmal eine kurze Pause. So! Das immer! Und wenn wir jetzt vor diesem Ei das machen. Passiert, glaube ich, noch gar nichts, oder? Doch! Ja, dafür brauchen wir dann alle Instrumente. Weil da passiert jetzt noch nicht sonderlich viel. Und es hört sich auch noch nicht so geil an. Da kommt noch die Geige. Die Geige haben wir schon. Das hört sich auch nicht geigig an. Da kommen noch so viele geile andere Instrumente dazu. Aber, ja. Die brauchen wir halt erst noch. Aber es ist schon geil. Wenn ich jetzt gerade so überlegt. Ich weiß noch an die eine Szene. Wenn wir dann unten am Strand sind. Ich möchte diese komische Ocarina wieder runter haben. Flöte, was auch immer. Aber jetzt möchte ich den Stiefel bitte wieder anhaben. Ich weiß noch, dann die eine Szene am Strand. Die habe ich damals gespielt gehabt, als wir auf dem Heimweg von der Sporthalle waren. Das war damals. Das kann nur dritte, vierte Klasse gewesen sein. Und das ist schon ganz schön lange her.
Hier dran erinnere ich mich auch. Ach, hier war der Typ, aber der ist noch gar nicht da, oder? Der Typ mit der Kokosnuss? Nicht Kokosnuss. Was gibt der mir denn überhaupt? Und war der überhaupt hier? Oh, ich bin verwirrt. Und dann muss ich noch zu irgendeinem Angler. So. 50 Rubine erhalten. Gut, haben wir das auch gemacht. Ja, wieso? Doch, das ist der Typ ist schon da. Das ist der, wo wir die Yoshi-Puppe abgegeben haben. Aber warum der dort gelandet ist, weiß ich bis heute nicht mehr. Doch nicht. Ja, da war es aber. Irgendwo war ja was, das wusste ich. So, dann sind wir jetzt bei den Typen. So. Essbares für mich. Yo, Hammer. So, der futtert jetzt seine Ananas. Ein Hibiskus. Den Hibiskus müssen wir den Typ mit den Briefen geben. Genau. Aber mehr konnte man hier dahin gar nicht machen, ne? Ah, ich bin da immer schon wieder falsch gelaufen. Ich muss erst oben den Schlüssel, erst den Schlüssel aktivieren und danach hierher, ne? Hab ich wieder gut hingekriegt. Naja. Ich würde jetzt sagen, ich spiele das halt zum ersten Mal, aber so ist es halt nicht. Pop, weg. Wenn ich mir das so überlege, früher habe ich mir das Spiel ausgeliehen. Und habe es abends einfach schon wieder abgegeben, weil ich es durch hatte bei Leuten. Ich hatte das Spiel früher nicht selbst. Und dann musste ich mir immer allein. Und wenn ich es mir dann immer geliehen habe, habe ich es meistens am Abend schon wieder abgegeben. Fand ich immer sehr amüsant. Und ich weiß noch, das war noch ganz am Anfang. Und dann irgendwann 10. Klasse oder so? Oder nee, nicht 10. 7. Klasse? 8. Klasse? Ich weiß es gar nicht so genau. Da hatte ich nochmal Bock, das Spiel zu spielen. Dann hat es meine Freundin gehabt. Also nicht meine Freundin, ihr Bruder besser gesagt. Und da bin ich damals mit Minish Cup? Oder wie es hieß? Minish Cup, glaube ich, genau. Bin ich zu ihr und sie hat Minish Cup auf dem Advance gespielt und ich habe mich daneben in Game Boy Color gesetzt und habe das gespielt. Und da war es dann schon um einige schwieriger. Da habe ich das Spiel dann nicht mehr so auf die Schnelle durchgekriegt. Ah, das ist der falsche Schlüssel. Okay, da sind wir hier doch falsch. Ich habe gedacht, das wäre jetzt das nächste, aber wir aktivieren zumindest schon mal hier den Porter. Irgendwie habe ich jetzt, glaube ich, einen Schlüssel, den ich noch gar nicht brauche. Der ist doch ganz da oben dann. Ah ja, was machen wir? So. Da kommen wir auch nicht hin. Hier läuft's heute. Eindeutig. Ich weiß nämlich nicht so richtig, wo ich jetzt hin muss. Dann müssen wir jetzt doch in die Stadt. Und ich muss gucken, was denn der nächste Tempel war. Hier kommen wir nämlich auch noch nicht weiter. Naja, da bohren wir uns kurz da runter oder beamen uns kurz da runter und dann gucken wir mal, ne? Tut mir doch nicht immer alle weh. Oder ist der Mastentempel doch das nächste und ich weiß nur nicht, wo er ist? Naja, wir werden schon finden. Wir
könnten ja mal die Stiefel nehmen, dann geht das ja alles ein bisschen schneller. Oder müssen wir jetzt doch das Mädchen mitnehmen und müssen in den Wüstentempel? Oh, es sind so viele Tempel. Sie ist weg. Also müssen wir sie mitnehmen. Gut, auf ans Meer! Wir schweben hier nur im Kreis. Mensch, kann hier nicht einfach da oben stehen bleiben? Ah, das hätte ich gerne genommen. Wir können ja mal kurz hier vorbeigucken, wenn in die Höhle. Nee. Ich weiß es nicht mehr, was es mit der Höhle auf sich hatte. Irgendwie habe ich so im Kopf, dass da irgendwas mit Boomerang, aber ich bin mir nicht sicher. So, und jetzt kommen wir zu meiner damaligen Lieblingsszene im Spiel.